Oh, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Episode Everdale mit dem Fred natürlich. Und heute schauen wir mal drauf, wie wir denn das Ganze ein bisschen optimieren können, wie wir unsere Arbeiter ein bisschen optimieren können. Ein Arbeiter bei mir ist jetzt frei und der hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Der soll sich nämlich um die Beeren kümmern. Warum brauche ich die Beeren? Ich brauche die Beeren, um damit Kuchen zu backen. Kuchen ist super wichtig, finde ich, denn mit Kuchen kann man sehr viele Suppen auf einmal machen. 25 Suppen, das bringt, finde ich, richtig viel. Zum einen das und zum anderen ist es auch so, dass hier auch schon mal ab und zu so ein Kuchen gefordert wird. Jetzt werden hier allerdings auch ein paar Beeren gefordert. Ich habe 12 Stück, kann also das schon mal abschließen. Socken kann ich auch abschließen. Dann brauchen wir noch Pilze, dann brauchen wir noch Weizen, habe ich auch genug. Dann brauchen wir gleich nur noch Brote. Das ist auch super wichtig. Ich habe schon mal gesagt, dass ihr alle Aufgaben bei Otto macht, das ist super wichtig. Was habe ich jetzt gemacht? Es ist bei mir morgens, der 1.9. Bedeutet, die Nacht liegt hinter uns und über Nacht habe ich meine Arbeiter hier ins Valley geschickt und habe sie die Aufgaben machen lassen. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, wenn ihr das macht, wenn ihr eure Arbeiter über Nacht hier reinschickt, also zum einen hier zum Weizen, einen zu den Schafen, dann noch einen hier zum Cottonfield. Das ist eigentlich immer ganz wichtig, finde ich, wenn man das abends macht, dann können die durchrattern. Dann können die durcharbeiten und brauchen dann kein Essen und können halt arbeiten und du hast dann keine Probleme. Das finde ich ist ganz wichtig. Wenn du es dir leisten kannst, dann oder wenn du genug Arbeiter hast dafür, dann mach das, schick sie dahin, lass sie die verschiedenen Aufgaben machen. Dann habe ich noch einen gehabt. Ich habe ja aktuell diesen Zusatzarbeiter noch, der ist hier noch am Forschen. Der ist allerdings gerade nicht besonders effizient, ihm fehlt was. Ich glaube, ihm fehlt... Ich könnte noch was ändern. Das kann ich ja nicht verschieben. Die Küche kann ich leider nicht verschieben, das ist nicht so gut. Ich könnte das andere noch verschieben. Wir probieren es mal aus. Das Lager, der kommt da vorne hin. So, du kommst jetzt, na, das reicht noch nicht. So, du kommst noch weg. Das Ei ist fast fertig. So, jetzt, zack. Dann ist er näher am Essen dran. Mal gucken, ob das einen Einfluss hat auf ihn. Wir können jetzt ja noch mal ein bisschen boosten. Zack, 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 zack. 17 Minuten, hauen wir mal einen Boost rein. Und jetzt ist der Arbeiter auch schon wieder fertig. Jetzt können wir mal ganz kurz eben noch die Pilze machen. Für die Aufgaben. Also das ist aktuell meine Planung. Ich habe... Warte mal, ich kann es ja zeigen. Ich habe einen, der macht jetzt hier gerade das Mehl. Ich habe einen, der macht den Clay. Ich habe einen, der macht das Holz. Und sie hier ist jetzt sogar noch unbeschäftigt. Eigentlich hatte ich sie nicht zugeordnet. Du sollst doch die Pilze machen. Ah, das geht so einfach so schnell. Die müssen wir mal eben gucken. Sie soll jetzt die Pilze machen. Und dann haben wir sogar noch Zeit, dass sie vielleicht noch was ausbaut. Da können wir sie sogar so. Können wir sie sogar noch irgendwo hinschicken zum Ausbauen. Da müssen wir mal gleich gucken. Aber ich habe auch noch ein paar Aufgaben übrig im Valley. Aber wie gesagt, wenn ihr es hinbekommt oder wenn ihr genug Arbeiter habt, lasst sie über Nacht die Aufgaben im Valley machen. Das habe ich jetzt mal so gemacht und ich bin damit echt gut gefahren, denn du wachst morgens auf. Und du hast richtig viele Materialien. Das ist richtig gut. Warte mal, hier ist das Warenhaus. Ich habe noch 34 Wolle. Ich habe noch 24 Cotton. Das ist... Und ich habe noch... Jetzt kann ich richtig viele Socken und auch Hosen produzieren. Das ist gut, denn das... Warte mal, wir müssen sie erst wieder beschäftigen. Denn das läuft dann einfach so im Hintergrund weiter. Du musst dich nicht mehr drum kümmern. Denn was immer so ein bisschen so ein Problem ist, das Essen. Ihr wisst es, die Leute, sie lieben ihre Suppe. Und das ist dann genau das Problem. Wenn sie ihre Suppe lieben, dann haben wir ein Problem. Ne? Dann musst du nämlich immer wieder dich einloggen, musst gucken, haben sie denn genug? Hier haben wir jetzt erstmal das Holz. Das machen wir jetzt erstmal. Jetzt können wir den zweiten nämlich auch noch zum Holz mal eben schicken. Wäre mir ganz lieb. Warte mal, da oben haben wir noch eins. Hier. Da lassen wir jetzt nämlich noch jemanden Holz machen. Dann haben wir das nämlich auch gleich fertig. Und Suppe. Enough Soup. Das ist nämlich nicht schlecht, wenn wir jetzt mal eben noch ein bisschen Suppe machen können. Die Pilze brauchen wir noch. Wir brauchen im Endeffekt fast alles noch. Wir gucken mal eben drauf. Hier. Ja, 5 Stück machen wir fertig. Okay, dann können wir den Rest dafür ausgeben. Dann können wir den Rest der Beeren ausgeben dafür. Und dann muss ich gleich tatsächlich jemanden hinschicken und muss sagen, ey, du musst jetzt hier Suppe machen. Du musst jetzt hier aufs Feld, beziehungsweise die müssen jetzt hier dann aufs Pumpkin-Feld. Da müssen wir dann jemanden draufschicken. Aber noch geht's ja. Wir haben noch 39. Das ist auch etwas. Ich habe das geupgradet. Jetzt habe ich 40 Platz bei der Suppe. Das ist auch, finde ich, richtig gut. Denn das gibt mir natürlich ein bisschen mehr Spielraum bei der ganzen Geschichte. Aber wir gucken mal drauf, was wir denn jetzt hier noch so alles haben. Wir sind gerade dabei.
die Woodcutters Guild zu machen, damit das Holzfällen ein bisschen schneller geht, damit wir unsere Arbeiter trainieren können. Da sind wir bei 31 von 39. Da habe ich gerade die Aufgabe. Dann, das Event haben wir... Wo war denn das Event nochmal? Das haben wir fertig. Das Event, das ist schon mal nicht schlecht. Hier sind wir gerade noch dabei, die Sachen zu sammeln. Wir haben 1160 von 1300. Läuft auch. So, hier drin jetzt. Da fehlt mir jetzt nämlich was. Da fehlen mir 2 Eier und 2 Beeren. Oh, das können wir machen. Das ist gut. Das ist gut. 2 Brote. Die brauchen wir unbedingt. Das ist schon mal gut. Muss man eigentlich auch immer darauf achten, dass das durchläuft in den Sachen, ne? Dass man da halt immer was produziert. Genauso wie natürlich hier, ne? Die Potions. Da ist auch wichtig, dass man, wenn man die Zutaten hat, dass man mal was macht. Oh, Woodcutter. Richtig gut. Oh, können wir leider keinen mehr machen. Wir haben zwar nicht mehr die Zutaten, aber einen können wir machen. Jetzt gucken wir mal eben noch auf die Schiffe drauf. Oh, 2-mal den. Allerdings, ansonsten hätten wir noch... Oh, hier. Den machen wir fertig. Brote kann ich nicht machen. Weizen. Habe ich noch genug? Nee, haben wir nicht. Dann nehme ich Steine. Dann nehmen wir Steine. Dann muss einer von meinen gleich Steine machen. Das ist auf jeden Fall richtig. Haben wir hier noch was? So... Clay ist immer gut. Ah, nee, kann ich. Ich hab ja noch eins. Please complete your current task first. Ja, das müssen wir natürlich noch machen. Habt ja recht. Und so muss halt immer so ein Kreislauf entstehen im Dorf, dass halt die Leute auch immer genau wissen, was müssen sie machen, wann müssen sie was machen. Jetzt haben wir 46 von 50 Clay. Aber ich habe nur 12 Steine. Bedeutet, den Typ, oder wer macht das? Der Jim, der jetzt gerade den Clay gemacht hat, der kommt jetzt zu den Steinen. So, dann haben wir das zumindest schon mal halbwegs. Wir haben ja schon 12 Stück, wir bauen gerade eh nichts aus. Zack. So, wir haben auch gerade noch den Kollegen, der noch ein bisschen am Forschen ist. Der braucht noch ein bisschen, aber es läuft. Wir haben ja auch noch 12 Minuten Schub. Das ist auch nicht schlecht. So, also das läuft. 20 von 40 Suppe, das passt auch. Ja, hier sind wir gerade dabei, das zu machen. Was habe ich eben gesagt? Was fehlt? Uns fehlen Beeren. Das war auf jeden Fall... Ja, Beeren fehlen uns. Ich sehe nur jetzt gerade hier keine. Doch, da sind überall welche. Okay, gut. Jetzt warten wir mal eben ab. Bis sie hier das fertig hat. Bis sie das fertig hat. 3 Stück hat sie noch. Sie hat noch 3 Weizen. Ich würde sagen, lassen wir ruhig laufen. Ja, komm. Wir lassen sie das erst machen. Wir lassen sie das erst machen. Jetzt hat sie noch 2 Weizen. Das sieht so cool aus, ne? Wie die das nehmen und dann da reinpacken. Und was ich auch empfehlen kann... das Warenhaus nicht, finde ich, ist jetzt nicht so wichtig, das zuerst abzugraden. Aber hier, diese Chicken Farm, das habe ich auf 2 gemacht. Das, finde ich, hat sich schon gelohnt. Also, da kommt doch immer mal wieder was raus. Und hier natürlich dieser Bienenstand, so nenne ich es jetzt einfach mal, fand ich auch nicht schlecht, denn da kriegst du auch immer was. Kannst dann irgendwann so einen Honigkuchen da produzieren. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. So. Jetzt ist es natürlich irgendwann gleich fertig. Jetzt ist das nächste fertig. Jetzt hat sie, glaube ich, noch eins, ne? Ja, jetzt hat sie noch ein Weizen übrig. Und wenn sie das Weizen fertig hat, dann lassen wir sie noch ein paar Beeren pflücken. Und dann können wir auf jeden Fall... Ja, diese Beeren... Was ist denn das? Beerenkuchen? Oder was? Irgend sowas, ne? Irgendwie, das können wir sie dann produzieren lassen. Ansonsten Steine. Was haben wir hier? Holz haben wir auch. Und dann müsste das eigentlich so weit laufen. Was macht unser Forschungstyp? Sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, das sieht auch nicht so schlecht aus. Da können wir auf jeden Fall auch noch was machen. Und ansonsten ist auch irgendwann dieser Holzfällertrank fertig. Und wenn du so einen Trank hast, das ist ja, der läuft ja nicht gegen den Boost, den wir gerade haben, sondern der beschleunigt das ja dann noch weiter. Bedeutet, wenn ich jetzt gleich einen habe, hier zum Beispiel, der fällt Holz, und ich habe den Trank fertig, dann können wir da auf jeden Fall was machen. So, jetzt ist sie gleich irgendwann fertig. Ja, sie ist jetzt gleich bei der Hälfte und dann ist sie fertig und dann hat sie so keinen Weizen mehr übrig. Und wenn sie keinen Weizen mehr hat, dann kommen natürlich die Beeren, damit wir irgendwann mal den Kuchen machen können. Das ist wichtig. Wir gucken nochmal eben. Oh, Brote noch. Brote. Brrr, da brauche ich aber echt noch, oh, da brauche ich noch viel Weizen für. Für Brote, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass die Quests schon so schnell ablaufen da. So, und jetzt machst du das. So, jetzt kümmerst du dich um die Beeren. Da vorne kümmerst du dich gleich auch um die Beeren. Und dann gucken wir mal nach. Was brauchen wir denn für unsere Brote?
Ah, die haben wir eh noch, ne? Die haben wir eh noch in der Mache. Die haben wir eh noch in der Mache. Jetzt haben wir allerdings Invincible vor uns und dann haben wir noch Josie vor uns und dann kommen wir. Na gut, dann haben wir zumindest schon mal zwei Brote fertig und wenn die Aufgaben gleich fertig sind, dann läuft das auch. Und auch ruhig mal, wenn du in einem Valley bist, schreib auch ruhig mal in den Chat rein, Leute, wir müssen jetzt noch die Aufgaben machen oder sowas. Das kann nie schaden, wenn du die Leute so ein bisschen animierst dazu. Jetzt ist sie gleich soweit. Hat sie gleich schon mal ein paar Beeren fertig. Sie muss jetzt natürlich ein bisschen laufen, die sind ein bisschen weiter außen. Ja, das kann ich ihr jetzt gerade nicht ersparen, aber jetzt ist sie fertig. So. Da haben wir auch noch Bären. Die sind ein bisschen näher. Die können wir gleich auch noch eben machen. Aber wobei, nee, das ist Mist. Wenn ich die da mache, dann lieber noch hier so ein paar. Dann lassen wir lieber hier noch ein paar machen. Das ist besser, glaube ich. Ich lasse sie jetzt mal eben so ein paar Beeren pflücken, damit wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Oh, und das Holz ist voll. Oder nee, was ist mit ihm? Ah, es ist nicht genug Suppe da. Es ist nicht genug Suppe da. Da haben wir aber zum Glück noch was. Wow, ein Ei. Wow. Ein einziges Ei haben wir noch. Jetzt muss ich mir aber ganz kurz gegensteuern. Wovon haben wir denn genug? Von Clay haben wir genug. Holz. Habe ich gleich zwei Leute dran. Ja, da müssen wir sie. Carolina muss jetzt, wenn wir jetzt gleich einmal noch Berries, einmal muss sie dann noch. Okay, sie ist da fertig und dann ist unsere Forschung gleich auch fertig. Dann müssen wir aber mal gucken, dass wir da auf jeden Fall noch was machen. Und jetzt gucken wir mal drauf. Was brauchen wir für so einen Kuchen? Allerdings muss ich sowieso jetzt erstmal warten, weil ich da ja noch zwei Sachen habe. Okay, da haben wir jetzt fast alles fertig. Mehl haben wir, Beeren haben wir, Eier sind natürlich das, was immer noch was dann immer noch quasi produziert wird von meinen Hühnern. Honigkuchen. Oh, können wir auch was machen. Da können wir auch was machen. Das ist gut. Das ist gut. Wie lange braucht denn hier der... 8 Minuten. 8 Minuten dauert das. Alles klar. Wir haben jetzt im Endeffekt alle Sachen bereit. Zumindest fast alles. Hier können wir jetzt das... Ja, können wir fast fertig machen. Und die nächste Aufgabe wird auf jeden Fall Clay sein, weil ich noch 46 Clay habe. Das wird definitiv die nächste Aufgabe sein. Komm, 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 komm. Mach noch einen, mach noch einen, mach noch einen, mach noch einen. Komm, 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 komm. Wir haben einen. Bedeutet jetzt die nächste Aufgabe definitiv Clay. Und wir kriegen nichts bei 1500 Herzen, ernsthaft? Nee, da nicht hier. Oh, es ist doch nochmal. Ah, nee, 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 es ist Clay. Es ist Clay. So, 42 Herzen kriegen wir dafür. Nehmen wir. Ich will halt diese Woodcutters Guild will ich unbedingt fertig haben, damit die halt trainiert werden. Und jetzt ist schon wieder das Problem, dass die Suppe schon wieder fehlt. Ja, ja. Das ist echt. Da muss ich echt drauf aufpassen, dass mir da nicht irgendwie. Da muss ich mal gucken, was wir jetzt machen. Ich habe auch eine Idee, was wir machen. Wir schicken hier auf jeden Fall noch einen vom Holzfällen hin. Und jetzt können wir Steine machen. Können wir da schon was machen? Jetzt muss der... Leider müssen wir ihn jetzt vom Holz fällen. Ja, müssen wir sie jetzt wegmachen. Charles Hetta. Wenn sie mal irgendwann fertig ist. Hallo, Beeilung. Hallo? Hallo? Ja, jetzt ist sie fertig. So, jetzt haben wir sie beim Clay. Da ist eine Honigwabe fertig. Essen ist halt jetzt der Knackpunkt. Deswegen muss ich da unbedingt jetzt... Ja, muss ich jetzt zwei drauf machen. Aber unser Forschungstyp ist jetzt in einer Minute fertig. Ich glaube, ich lasse ihn aber direkt weiterforschen. Ich glaube, wir lassen ihn weiterforschen. Ich würde auch mal sagen, wir machen kurz einen Cut. Ich lasse jetzt hier mal wieder alles volllaufen kurz. Und dann, ja, 46 von 90 Clay. Warten wir mal eben kurz. Bis gleich. Okay, wir sind fertig. Und jetzt können wir noch was machen. Und zwar entscheide ich mich jetzt für den, ja, für diesen Bienenstock. Dass ich den upgrade. Warum mache ich das und warum mache ich nicht das obere mit dem Steinlager, damit ich mehr Steine machen kann? Finde ich, ist noch nicht so nötig. Mache ich dann danach. Also ich mache erst das, weil ich danach noch den Arbeiter haben will. Das ist so der Punkt bei der Geschichte. Ich will jetzt erst das machen und danach möchte ich halt noch weiter forschen, damit ich den Arbeiter haben kann. Und ja, dann sind wir im Endeffekt schon am Ende von dieser Episode. Für mehr Everdale natürlich immer gerne ein Like geben. Ich freue mich sehr. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer neuen Episode wieder. Schreibt mir gerne eure Tipps und Tricks in die Kommentare. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.